Alles blöd bei Kingdom Hearts als Brettspiel. Wir räumen mit Gaming-Vorurteilen auf. Hey, du guckst gerne Disney-Filme und zockst gelegentlich? Dann ist Kingdom Hearts mit Sicherheit ein Begriff für dich. Brettspiele meidest du eher? Dann hast du Villainous vielleicht noch nicht gehört. Kann ich das auch mit der Maus spielen? Nein, nicht die Maus. Ist das so ein Brettspielerhumor? Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass der Disney-Zauber in einem Brettspiel gepresst genauso gut funktioniert und ich es dir in diesem Video beweise? Yep, laber weiter. Ab nach Nibberland! Ja, so habe ich es mir zumindest in meiner Kindheit vorgestellt. Witzig, witzig, wirklich witzig, ja. Und was hat man unsere Kindheit noch begleitet? Das ist die Gaming-Reihe Kingdom Hearts. Okay, jetzt mal ernsthaft, du als Brettspieler, weißt du überhaupt, worum Kingdom Hearts geht? Kingdom Hearts ist ein Crossover von verschiedenen Disney-Figuren, Final Fantasy-Figuren und das alles in einem super Adventure für unsere Konsolen. In Kingdom Hearts spielt man eben Sora, der im ersten Teil anfängt, eben seine Freundin zu suchen und dabei auf seine Mitstreiter Mickey, Donald, Goofy und noch viele andere trifft, um die Dunkelheit in dieser Welt zu besiegen. Okay, cool. Das sind Spiele, die sind Kult geworden und die die Leute in ihren Bann ziehen mit dem Disney-Zauber. Und denn man trifft in Kingdom Hearts immer wieder die beliebten Bösewichte, die man kennt, sei es Hades, sei es Alice im Wunderland, die Herzkönigin, sei es Hook, sei es so und so viele andere. Alle Bösewichte kann man in Kingdom Hearts eben auch bekämpfen. So, und da stellt sich die Frage, kriegt man so ein cooles Erlebnis, wie Kingdom Hearts das auf unseren Konsolen und Co. geschafft hat, auch aufs Brett, also praktisch in ein Brettspiel. Ist das überhaupt möglich? Und deshalb vergleichen wir heute Kingdom Hearts mit Disneys Villainous. In Kingdom Hearts bekämpfen wir die Bösewichte, aber was könnte noch geiler sein? Richtig, wenn wir selbst einen Bösewicht übernehmen. Im Grundspiel könnt ihr Jafar wählen, ihr könnt Captain Hook wählen, ihr könnt Ursula von Ariel wählen, ihr könnt Little John aus dem wunderschönen Disney-Film zu Robin Hood wählen, ihr könnt die Herzkönigin nehmen und könnt die Köpfe wunderbar rollen lassen und habt generell viel Auswahl. Es ist euer Ziel, der Böseste der Bösen unter den Bösen Bösen zu werden. Wenn das nicht böse ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, cool, aber die Grafik von unserem Kartenspiel ist mau und ich sag mal so, in Kingdom Hearts schnetzel ich mich gegen die Dunkelheit durch und das in feinster Final Fantasy Manier. Kann das dein Kartenspiel auch? Okay, in dem Punkt gebe ich dir recht. Final Fantasy hat nichts mit Disneys Villainous zu tun und ihr habt auch kein Geschlachte gegen die Dunkelheit. Aber diese Disney-Orte, an denen ihr euch in Kingdom Hearts aufhaltet, die werdet ihr alle in Disneys Villainous wieder treffen und das mindestens genauso geil wie in der Konsolenvariante. Wenn ihr wirklich Kingdom Hearts 1:1 auf dem Brett haben wollt, gibt es eine Anpassung von Talisman, dem beliebten Spiel von Kingdom Hearts. Allerdings mögen wir das Spiel überhaupt nicht, weshalb wir es hier gar nicht großartig weiter erwähnen. Ein weiterer Tipp ist noch, wenn ihr allerdings nichts verpassen wollt, was wir Cooles auf unserem Kanal bringen, dann lasst doch gern ein Abo da. Darüber freuen wir uns, ist kostenlos und tut nicht weh. Danke! Jeder Bösewicht hat sein Disney-Reich vor sich, wo drauf immer vier Orte sind. Und auf diesen Orten sind eben die Fähigkeiten, die die Bösewichte sich aussuchen können und müssen eben von Zug zu Zug den Ort wechseln, können die Fähigkeiten einsetzen, die da drauf sind. Und dabei werden sie gestört von unseren Lieblings-Disney-Helden. Das heißt, ihr habt euer Bösewicht-Deck, in dem ihr eure Fähigkeitskarten zieht und ihr habt euer Schicksalsdeck, in dem sich zum Beispiel Peter Pan befindet, in dem sich Alice befindet, die im Wunderland der Herzkönigin das Leben reichlich schwierig macht. Und das ist die Möglichkeit für eure Mitspieler, Karten bei den anderen Bösewichten reinzuschmeißen, damit nicht die anderen die Bösesten der Bösen werden, sondern man selber in den Olymp des Böseseins aufsteigen kann und die anderen ordentlich nervt. Und das passiert in dem Spiel sehr, sehr häufig. Schön und gut, hört sich ja alles schon mal interessant an, aber was mache ich jetzt überhaupt in dem Kartenspiel? Ihr habt generell mit der Wahl eures Bösewichts schon bestimmt, wie ihr dieses Spiel gewinnt. Ihr bekommt für jeden Helden ein Kartendeck zugeteilt und in dem Kartendeck wird auch schon gesagt, wie könnt ihr das Spiel gewinnen. Und das ganz Disney-typisch. Das heißt, wenn ihr Fan von den Filmen seid, dann werdet ihr euch schon ungefähr vorstellen können, wie kann zum Beispiel Captain Hook das Spiel gewinnen. Er muss Peter Pan auf sein Schiff bringen und dort besiegen. Wie kann Jafar das Spiel gewinnen? Ja klar, er muss den Genie hypnotisieren, Ursula
Ursula von Ariel. Sie will die Krone, sie will den Dreizack von Triton, Ariels Vater. Und all das muss sie in ihre Höhle schaffen. Und das ist nicht so einfach. Also jeder Held hat seine eigenen Kartendecks mit eben eigenen Fähigkeiten, aber auch eigenen Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Okay, verstehe. Die Helden sind also praktisch die Bösewichte. Von daher, das heißt, ich kann Peter Pan mal richtig auf den Sack geben, ja? Cool. Wenn ich Captain Hook spiele und ich kriege Peter Pan um die Ohren gehauen, dann nervt mich das, wenn ich ihn nicht an den Ort habe, wo ich ihn besiegen möchte. Wenn ich Ursula spiele und Ariel nimmt mir jedes Mal meine Gegenstände wieder weg, die ich gerade mühselig in Richtung von meiner Höhle geschafft habe, dann ist das frustrierend. Aber das macht ein super Kartenspiel. Okay, wenn ich mir jetzt dieses Kartenspiel hole, lohnt sich das überhaupt? Wird das nicht irgendwann langweilig? Weder Kingdom Hearts noch Villainous wird irgendwann langweilig, denn Kingdom Hearts hat etliche Nachfolger und hat mittlerweile schon mehrere Teile. Erst letztes Jahr kam der dritte Teil Kingdom Hearts 3 raus und es kommt jetzt sogar noch das Remind. Also nochmal für alle Nostalgiker da draußen ein Rückblick, was ist damals passiert und all das nochmal aus anderen Kameraperspektiven und aus anderen Winkeln beleuchtet und eben anders spielbar. Und Villainous hat das eben auch. Es gibt Erweiterungen, in denen ihr neue Helden übernehmen könnt und da kommt ihr eben an Helden dran wie Hades, wie Scar oder wie andere aus neueren Disney-Filmen. Das heißt, auch da ist die Langeweile passé, denn mit jedem Bösewicht, den ihr übernehmt, habt ihr ein anderes Kartendeck, habt ihr andere Fähigkeiten, habt ihr eine andere Art, dieses Spiel zu gewinnen. Das heißt, jeder Held für sich ist schon eine Abwechslung pur. Ja, okay, das ist nett. Zusammengefasst bekommst du mit Disney Villainous den kompletten Disney-Zauber, den auch Kingdom Hearts und die wunderschönen Disney-Filme mit dir verbreiten. Aber welchen Vorteil hat eben dieses verdammte Brettspiel? Richtig, ihr unterhaltet euch nicht über Headset mit euren Freunden, sondern man trifft sich mit Freunden, setzt sich an den Tisch und verbringt einen wunderschönen Abend, in dem man sich auch physisch begegnet. Und das ist ein Riesenvorteil, den Brettspiele haben. Und wenn ihr dann noch einen geilen Disney-Abend mit euren Freunden haben wollt, dann ist Disneys Villainous mit Sicherheit eine super Alternative, die ihr vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hattet. Okay, nice. Sollten wir euren Horizont tatsächlich um ein Brettspiel erweitert haben, dann haben wir hier oben auch noch ein Bewertungsvideo zu dem Spiel gemacht und da tauchen wir mal richtig ins Eingemachte ein und gucken, wie gut ist das Spiel. Also schaut auch gerne da mal rein, da ranken wir mit Sternen, damit ihr im Vergleichswert habt, wie gut ist das Spiel tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen mega geilen Spielen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen, dass ihr ein Abo da lasst, denn darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, wenn wir euch wieder ein geiles Spiel zeigen. Also in dem Sinne, ich würde jetzt ein Disney-Lied raushauen, aber leider bin ich musikalisch wie ein Stein. Von daher lasse ich es sein. Das war ein schöner Reim und in dem Sinne, oh Gott, bevor es noch schlimmer wird, ciao.